Hallo, auch dieser Vlog beginnt wieder im Auto. Ich habe aber gar nichts Weltbewegendes vor. Ich fahre jetzt nur einkaufen. Und das sieht schon irgendwie seltsam aus, wie die Sonne hier durch meine Haare scheint. Naja, ja. Wir genießen im Moment die paar freien Tage zwischen der letzten Klausur und der nächsten Vorlesungswelle. Ja, Stundenplan ist schon raus. Zwei Fächer, die ich noch machen muss, da gibt es halt jetzt keine Vorlesung zu, weil die eigentlich ins Wintersemester gehören. Das sind halt welche, die ich vorher irgendwann mal geschoben habe. Und die anderen beiden, die ich jetzt noch habe, die sind natürlich am selben Tag. Also Montag wird richtig scheiße, weil ich da quasi durchgehend habe von 9 bis 19 Uhr. Und alles, was länger als eine Stunde ist, ist halt für mich schwierig. Muss ich sehen, wie das gehen soll. Naja, aber da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Jetzt fahre ich erstmal einkaufen. Und genau, jetzt ist endlich Frühling. Es ist warm genug, dass ich endlich diese Jacke anziehen kann. Das ist so eine Kunstlederjacke. Die habe ich mir vor kurzer Zeit mal auf eBay ersteigert und ich freue mich so, weil ich schon lange mal so eine haben wollte, aber immer keine gefunden habe, die lang genug ist, weil die meisten Lederjacken gehen ja nur bis zur Taille und das ist für mich zu kurz. Ich brauche schon eine, die schon auch noch bis zur Hüfte geht. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich die anziehen kann und genau, jetzt fahre ich einkaufen und mal gucken, was sonst noch so passiert. Ja, was möchtest du? Bist du neugierig? Ja? Ja, eben hat das schon mal besser geklappt mit dem Aufheben, ne? Ja. Jetzt hast du es doch fast. Ja? Und was wird das, wenn es fertig ist? Jetzt macht der Musik am Zaun. Oh, der knarrt dabei selber. Ich glaube, dem macht das einfach Spaß. Ja, ne? Aber Futter habe ich nicht für dich. Tut mir leid. Wir sehen uns mal wieder im Wohnzimmer mit diesem kleinen Frischluftverweigerer hier. Die Katze hat echt Pech, ne? Die war ja seit es im Winter einmal diese minus 20 Grad waren, wollte die nicht mehr raus. Dann hatten wir sie neulich so weit, dass ich es geschafft habe, dass sie wieder rausgeht, als es hier schon mal so richtig schön warm war. Und seitdem ist sie dann auch wieder mal rausgegangen. Und jetzt war sie draußen und dann hat es einfach geschneit. Dann war hier Schneesturm. Was bitte? Und ja, sie kam dann immer nicht, als wir sie gerufen haben. Und wir wissen ja, dass die auch hier in den Nachbarhäusern manchmal irgendwo in die Keller geht und auch hier ins Haus irgendwie kommt sie rein. Wir wissen immer noch nicht wie, aber manchmal sitzt sie einfach oben vor der Tür, auch wenn sonst keiner zu Hause ist. Also irgendwo kommt die rein.
Ja, und dann dachten wir, ja gut, du sitzt die wohl irgendwo drin, weil das ist auch häufiger so, auch im Winter so gewesen, wo es richtig kalt war, dann kamen sie rein und das Fell ist aber warm, also die war irgendwo, wo es warm ist. Deswegen haben wir uns auch keine Sorgen gemacht. Und dann ist mein Freund aber irgendwann mal rausgegangen, den Müll wegbringen und hat es dann aus dem Busch maunzen gehört und dann saß sie da und hat sich halt einfach nicht getraut, in den Regen rauszulaufen oder in den Schnee, Regen, Hagel, was auch immer es gerade war zu dem Zeitpunkt. Und die arme Katze, dann saß sie die ganze Zeit da draußen am Busch und damit haben wir einfach nicht gerechnet. Ja, aber wir sind auch irgendwann schon mal bei Sturm draußen rumgeirrt und haben die gesucht und die findest du da einfach nicht. Wenn du nicht weißt, wo die ist, findest du die nicht. Und ja, jetzt will sie wieder nicht mehr raus. Und ja, naja, aber es ist eine alte Katze. Die darf jetzt auch drin bleiben. Also die liegt den ganzen Tag auf dieser Couch und geht sonst nirgendwo mehr hin, außer zum Fressen ab. Naja, so, ich wollte eigentlich was völlig anderes. Und zwar habe ich mir mal Sachen für meine Hautpflege gekauft. Ich habe mal Sachen von The Ordinary. Ich hatte schon mal eine Foundation von denen. War mit der auch eigentlich ganz zufrieden, aber die ist mir dann doch ziemlich schnell gekippt, muss ich sagen. Und da war ich nicht so begeistert von der Haltbarkeit. Egal, auf jeden Fall hatte ich jetzt mit meiner Haut, ich meine, ich habe an sich nicht viel Probleme mit meiner Haut. Ich habe eine ziemlich reine Haut. Mein einziges Problem ist, dass die eine seltsame Farbe hat. Meine Haut, ich habe keine Ahnung, wie man jetzt genau diesen Hautton definieren soll, weil es ist einfach so ein Flickenteppich aus Rot und Gelb. Und ich hatte in letzter Zeit immer, ich habe so eine Tagescreme von Valea. Und die bildet aber irgendwie so einen komischen Film. Also man sieht das auch da an der Tube, dass sich da irgendwas absetzt, was so eine komische gummiartige Konsistenz hat. Ich glaube nicht, dass das Mikroplastik ist. Ich glaube, wenn da Mikroplastik überhaupt drin ist, ich weiß es nicht. Aber das wäre schon ein bisschen hart. Ich glaube eher, das ist Vaseline oder irgendwas, was sich da absetzt. Und das macht vor allem hier auf der Stirn so einen komischen Film, dass ich das da richtig mit dem Fingernagel runterkratzen kann. Nicht so schön und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich jetzt irgendwie überall fühlt sich das nicht mehr gut an. Und dann bin ich irgendwie nochmal wieder auf dieses Thema mit dem chemischen Peeling gekommen und habe mir jetzt hier und allgemein, ne, ich werde 30 in 2 Monaten und langsam merke ich, ich könnte schon mal was für meine Hautpflege tun. Das ist vielleicht sogar ein bisschen spät, aber ich habe mir früher immer gedacht, ah, ich brauche nicht viel für meine Haut tun, die ist auch so schon gut. Und das stimmt auch eigentlich. Ich habe eigentlich immer die beste Haut gehabt, wenn ich nichts gemacht habe. Und je weniger ich mache, desto besser ist die. Ich wasche mein Gesicht auch morgens tatsächlich einfach nur mit Wasser. Und dann haben mir irgendwann mal alle gesagt, ja, das ist voll eklig und du musst Seife benutzen. Und dann habe ich das gemacht und damit habe ich die sowas von gekillt. Ich habe so richtig schlimme Akne gekriegt davon. Und das hatte ich nie, nicht mal in meiner Pubertät. Und ich habe das auch erstmal gar nicht darauf zurückgeführt, sondern dachte, vielleicht ist das was Hormonelles oder so und musste dann immer ewig krass dagegen anarbeiten, gegen diese Akne, um das irgendwie im Griff zu behalten. Bis ich dann irgendwann irgendwo gehört habe, ja, wenn man zu trockener Haut neigt, soll man die Haut nicht mit Seife waschen. Und dann hat es Klick gemacht. Und als ich dann aufgehört habe, mir die Haut mit Seife zu waschen, ist das sofort weggegangen. Also richtig krass. Und deswegen, je weniger ich gemacht habe, desto besser war es. Aber jetzt gerade dachte ich mir so, man könnte vielleicht doch mal anfangen, irgendwie was für die Haut zu tun. Und deswegen habe ich mir hier jetzt einmal ein chemisches Peeling gekauft. Das ist mit Milchsäure 5% und HA ist das Hyaluronsäure. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ja, egal. Dieses hier jedenfalls. Und ich sag euch, dieser Effekt davon, das war schon nach dem ersten Mal, war der natürlich am krassesten, weil da am meisten abgetragen wurde. Also für die, die sich nicht auskennen mit der Thematik, chemische Peelings sind sehr milde Säuren, die einfach so Schmutz und die oberste Hautschicht ablösen. Das hört sich jetzt krass an, ist aber gar nicht so schlimm. Also so diese ganzen abgestorbenen Hautzellen und so, die da so drauf liegen, die man nicht sehen kann mit dem bloßen Auge, die werden einfach dann abgelöst und dann ist die Haut einfach ein bisschen ebenmäßiger und strahlt besser und so. Und als ich das erste Mal benutzt habe, war dieser Effekt so krass. Die hat sich so glatt und babyweich und rein angefühlt. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht. Und ich werde es am Anfang jetzt auch nur einmal die Woche machen, weil ich gemerkt habe, so dieser Bereich hier ist so ein bisschen empfindlich, da brennt das so ein bisschen. Obwohl das mit Milchsäure ist schon relativ mild. Und an sich habe ich eine stabile Haut, die viel ab kann, aber da sollte ich dann ein bisschen aufpassen in dem Bereich hier und da vielleicht auch nicht so viel hinmachen.
Aber der Effekt gefällt mir schon ziemlich gut. Die Haut fühlt sich danach voll schön an. Ist aber natürlich, so eine Geschichten sind, glaube ich, immer auch ein bisschen austrocknend und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so gut ist für den pH-Wert von der Haut selber und auch diese hauteigene Fettschicht, wenn man das zu oft macht. Und dann habe ich mir noch so ein Feuchtigkeitsserum dazu gekauft, weil meine Haut ja eben sehr trocken ist, außer die auf der Stirn. Und da, das ist genau, das ist mit Hyaluronsäure 2% und B5. Da merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Also ja, wenn ich das rauf mache, ist die Haut schon hydriert, aber es zieht so schnell ein und ist dann wieder trocken, dass ich halt schon noch eine Creme hinterher auftragen muss. Also ich merke nicht, dass das irgendwie einen großen Effekt hat. Da muss ich vielleicht noch mal gucken, ob das tatsächlich so viel taugt. Und der Nachteil von dem Zeug ist, es neigt sehr zum Abrollen. Also ich kann hinterher so machen und dann kommt das runter. Also so irgendwelche Überreste, die nicht in die Haut mit einziehen. Da muss ich mir vielleicht doch noch mal was anderes suchen. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es nichts macht. Also ich merke schon, so ein bisschen wird die Haut hydriert und vielleicht macht es in der Haut irgendwas, was ich außen nicht spüre oder so. Ich glaube, da muss ich mich einfach noch mal genauer einlesen. Und ich habe mir noch eine Feuchtigkeitscreme dazu gekauft. Die ist aber sehr teuer. Und genau, die ist auch mit HA, bla bla, um die Haut zu mit Feuchtigkeit zu versorgen. Aber auch die macht das nicht so gut wie diese Balea-Salbe Creme, die ich bisher benutze. Was aber vielleicht gerade daran liegt, dass diese Balea so einen Film auf der Haut hinterlässt und vielleicht dadurch auch so ein bisschen gegen Verdunstung schützt. Ich weiß es nicht, aber ich denke halt, dass dieser Film auf der Haut auch nicht gut sein kann. Genau. Die hier gefällt mir halt an sich auch ganz gut, ist mir aber viel zu teuer, um die jeden Tag zu benutzen. Und da werde ich mir vielleicht doch nochmal eine andere Alternative suchen. Ich habe eine voll gute Seite gefunden, die also die alle Produkte von The Ordinary vorgestellt hat und andere Produkte auch für bestimmte Hautproblematiken, was ist gut wofür und wie kann man sich sinnvoll eine Pflegeroutine zusammenstellen und so von jemandem, der sich wirklich auch auskennt damit. Aber natürlich habe ich die erst gefunden, nachdem ich das Zeug bestellt hatte und ich habe vorher versucht, mich einzulesen. Aber natürlich habe ich die Seite erst hinterher gefunden. Ist auch egal so, ich brauche jetzt das Zeug auf, was ich hier habe und dann gucke ich mich da nochmal um. Aber genau, da kann ich euch auch vielleicht so ein bisschen mit auf dem Laufenden halten. Und ich habe aber auch das Gefühl, ich meine, ja, die Haut fühlt sich nach diesem Peeling deutlich schöner an und so. Aber ich habe jetzt hier in dem Bereich plötzlich auch wieder Probleme mit so kleineren Pickelchen und so. Also grundsätzlich ist es vielleicht schon wieder dieses, ne, meine Haut ist glücklich, wenn ich gar nichts mit ihr mache. Aber ich denke irgendwie, jetzt langsam bin ich vielleicht in so einem Alter oder so, wo man eigentlich was machen muss. Ich bin da so ein bisschen hin und her und mal gucken, ich muss vielleicht für mich einfach so das Richtige zusammentüfteln. So viel mehr ist auch gar nicht passiert. Wir hatten nur zwischendurch mal Besuch von meinen Schwiegereltern. Und im Grunde ist das auch fast alles. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Und zwar habe ich
ziemlich ungeplant jetzt plötzlich einen Job an der Angel. Und zwar studiere ich ja noch und werde aber, also bin im letzten Semester und werde wahrscheinlich im Herbst fertig sein. Und jetzt waren. Und Anfang des Monats jetzt waren natürlich wieder Vorlesungen. Und einfach hatte ich schon mal angefangen und dann aber abgeworfen, weil das zu zeitintensiv war. Und in der ersten Vorlesungsstunde haben sie eben eine Stellenanzeige gezeigt, so um auch so Inspirationen zu geben, wo man sich vielleicht mal bewerben könnte. Und haben halt so verschiedene, haben halt wirklich so jeden Spiegelstrich einzeln auseinandergenommen, was mir hierzu einfällt und was mir dazu einfällt, so warum wir dafür qualifiziert sind. Und ich kann das halt nicht haben, wenn Sachen irgendwie einfach immer so ewig dauern und man gefühlt so auf der Stelle tritt, zumal diese Stellenausschreibung von 2016 war und sowieso keiner von uns sich darauf jetzt bewerben könnte. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich kann ja nebenbei mal nach richtigen Stellenanzeigen gucken, weil das ist, eigentlich bin ich jetzt noch viel zu früh dran, aber manche schreiben ja so früh aus, gerade Behörden oder so, da ist ja auch das Auswahlverfahren ein bisschen länger. Und dann habe ich unter allem, was ich gefunden habe, und wir sind eine sehr kleine Branche, das heißt, da sucht man plus minus bundesweit, und ich habe eine Stellenanzeige gefunden, die wirklich genau auf mein Profil passt, das, was ich machen will, und die mich echt interessiert hat, und ich dachte so, oh, wann läuft denn da die Bewerbungsfrist ab? Heute! Und dann habe ich tatsächlich ganz ungeplant an dem Tag noch eine Bewerbung rausgehauen. Und da stand dann noch drin, ja, und rechnen Sie damit, dass wir uns danach voraussichtlich 1000 Jahre nicht melden werden, weil das alles wegen Covid länger dauert. Ja, und dann kriegte ich aber tatsächlich schon ein paar Tage später einen Anruf. Die wollten nur erstmal abstecken, ob ich denn auch wirklich bis Herbst fertig bin, weil das wäre wohl die Voraussetzung. Aber grundsätzlich meinten die, das hört sich voll gut an und ich soll mal damit rechnen, dass ich demnächst eine Einladung bekomme. Und jetzt bin ich voll nervös, weil ich da nicht drauf vorbereitet war, jetzt. Also einfach zu wissen, man hat jetzt irgendwo ein Eisen im Feuer, ne? Und das wäre halt auch wirklich eine coole Stelle, weil die unbefristet wäre. Das ist auch in unserer Branche sehr, sehr selten. Und es wäre zumindest cool, wenn einer von uns schon mal eine unbefristete Stelle hätte. Und es wäre auch eine Gegend, wo relativ viele Jobs sind noch von unserer Branche. Das heißt, da könnte auch mein Freund dann wahrscheinlich relativ gut was finden. Wir haben tatsächlich noch bei demselben Arbeitgeber eine andere Stelle gefunden, die für ihn gut passen würde. Also eventuell sind wir sogar ja, beim gleichen Arbeitgeber dann. Das wäre so gerade meine Traumvorstellung. Aber wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Auf jeden Fall, ich würde mich super freuen, wenn das klappt, weil das wirklich halt so, es wäre einfach richtig cool. So, es wäre halt genau das, was ich machen will. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht und bin sehr aufgeregt. Und ja, mal schauen, so, ich bin jetzt sehr, ein bisschen hippelig.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende von diesem Vlog. Ich glaube, viel mehr wird jetzt diesen Monat nicht mehr passieren. Genau, deswegen machen wir jetzt hier einmal offiziell Schluss. Ich hoffe, wie immer, euch hat es gefallen und wir sehen uns hoffentlich hier bald wieder mit einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.